Hey Leute, hier ist der Gusua und ich muss natürlich wieder ein bisschen was schaffen. Ich möchte auf jeden Fall in dieser Folge auf jeden Fall eine Mauer mit dem Alex auf jeden Fall reißen und überlege dann sogar noch einen Boost reinzuhauen, um eventuell, ja, entweder Barge auszubilden, weiß ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall, um richtig, richtig fett Loot abzugreifen. Mal gucken, was wir hier finden. Aber so diese Inaktiven sind ja jetzt momentan nicht mehr so wirklich drin. Oh. Da ist natürlich meine Combo ganz, ganz nett. Auf jeden Fall. Und die Golems werden sich sehr dolle und sehr lange an der Dev aufhalten. Gehe ich von dort aus rein? Das wird schwierig. Das wird... Egal. Ich gehe jetzt von oben rein. Ich gehe von oben rein, mal gucken, was wir in der CB haben. Ah, Riesen, okay. So, ob das jetzt clever war, die Golems so direkt hintereinander zu droppen. Mal gucken. Hier, oh, Packer, okay, Packer. Gucken wir mal, ob wir hier... Ja, scheiße, nicht draußen rumrennen. Sondern hier ist das, was wichtig ist. So. Jetzt rennt man... Ja, kommt hier, scheiß drauf. Dann sollt ihr hier reinspringen. Und hier noch ein Rage drauf. Gucken wir mal, wie lange das hier hält. Wie gesagt, Heilzauber wäre hier eh fehl am Start gewesen, klar. Oder fehl am Platz gewesen. Fehl am Start natürlich auch. So, Rathaus geht gleich down, einwandfrei. Ja, das passt doch. Ist doch ganz in Ordnung. Also wenn, ganz ehrlich, ich will mich absolut nicht in den Himmel loben oder wie auch immer, dass ich jetzt sage, oh hier, ich habe ja, wer weiß was drauf. Aber ich weiß ganz genau, hätte ich diesen Angriff vor, was weiß ich, 2, 3 Wochen gemacht, hätte ich den halt einfach mal total verdroschen. Und das ist schon besser geworden auf jeden Fall. Also das finde ich schon ganz gut. Klar, das Dunkle hätte es jetzt auch noch sein können. Das wäre jetzt nicht unbedingt verkehrt gewesen. Aber... Okay, mittlerweile ist der Loot-Bonus, naja, nicht doll. Nee, das lohnt sich hier für einen Loot-Bonus zumindest noch nicht. Aber wen interessiert's, was soll's? Ach genau, kommt, wir wollen, genau, was wolltet ihr eh sehen? Ihr sagtet ja mal, oh, hier Valkyrenangriffe wolltet ihr mal sehen. Und dann werden die jetzt auch einfach mal geboostet. Fertig, aus, Mickey Mouse. Das wird geboostet. Die Helden werden auf jeden Fall geboostet. Das war da ein bisschen Zeit einsparen auf jeden Fall. Wie gesagt, mittlerweile geht's ja auch schon. Und kommt, Leute, hey, die wollen wir auch boosten. Und wir wollen auch die Spells boosten. Na und? Wen interessiert's denn? Wird gemacht. So, wir haben 2,4. Und jetzt gucken wir uns nebenbei einfach nochmal ein paar Dinge an. Felix sagt, bitte zeig ihnen. Wird er ja so schlecht nicht sein? Wie gesagt, wir sind ja Loot verwöhnt momentan, beziehungsweise waren es ja. Von daher sage ich jetzt, ja, okay. Also klar freut man sich auf jeden Fall. Mein Fokus fällt aber gleich auf diesen Sammler. Und guckt mal hier, der Sammler hier nicht, aber der Ratzepatze voll. Da muss man natürlich ran. Mal gucken, was hier passiert, was der Felix hier reißt oder eben nicht. Schön Riese vorgeschickt, passt, aber da hätten es 2 Riesen sein müssen. Gucken wir mal nicht, dass er noch von der anderen Seite... So, jetzt geht er hier mit dem King drauf und macht einen King Walk. Mal schauen. Vielleicht hat er seine Queen vergessen und dann so, okay, komm, ich hau raus. Ja, das mit dem Held vergiften, wisst ihr selber, da passiert ja nicht so wirklich viel. Aber in dem Moment geraged ist richtig, weil er dann wirklich knallhart den anderen halt wirklich wegsemmelt. Und dann passt das. Glück gehabt, ich wollte schon sagen, Glück gehabt mit der Luftabwehr, aber nein. Die ist leider noch da und da gehen die Heiler garantiert drauf. Jetzt von der linken Seite auch noch schön gekommen, ganz genau. Muss ja auch sein, weil da ist ja nun mal der Loot. Das ist ja mal so. Und hier unten eben auch, guckt mal hier, hier muss man auch noch rein. Mal schauen, ob der Felix das noch gebacken kriegt. Ja, genau, da muss gesetzt werden. Und in so einer Situation, ey, ich habe noch einen Rage. Wirklich, ich habe einen Rage, scheiß da drauf, Bogies geraged. So sehe ich das dann. Ansonsten,
Ist okay, aber war jetzt auch nicht Weltklasse. Würde ich jetzt mal so sagen. So, jetzt gucken wir mal. Egal, ganz genau. Egal ist immer ganz gut. Braun tun wir auch noch was. Das passt. Vielen Dank für die Blumen. Da gab es wieder ein paar Riesen. Reicht das für YouTube? Vom X-Gamer. Gucken wir mal, ob das für YouTube reicht. Na, jetzt musst du halt dich ranhalten, dass das Päckerchen dir nicht die Hose runterzieht. Golems hier probieren hochzuheilen. Ein bisschen was hat's gebracht. Ich meine, so als, wie soll man es sagen, Go Wipe, weil viel Hog war ja nicht drin. Aber da als Test so ist das okay so. Aber wenn man es sich so anschaut, ich meine, vom Loot her hat sich's ja dann auch gelohnt. Aber es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Klar, also dafür ist es halt nicht der Fall. 27, na, du hast noch einen, ja, das. Nee, jetzt von der Zeit her reicht's nicht mehr. Da ist dann leider Ende. Golli. So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier. 172 haben wir schon. Richtig geil. Einer schrieb irgendwie, kann ich mal dein Labor sehen? Schrieb irgendwie einer. Hier, könnt ihr reingucken. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar für Clash Royale gedacht war oder so, aber da gibt es kein Labor. Also von daher muss es ja bei COC gemeint gewesen sein. Und wie gesagt, warum grade ich den halt nicht ab? Weil es halt wirklich nicht Sinn macht. Also es ist halt wirklich so. Es macht für mich halt wirklich keinen Sinn. Fertig aus, Mickey Maus. Und weil ich krieg halt, würde ich jetzt zum Beispiel mit drei Spells, selbst wenn ich sie jetzt auf drei hätte, sage ich mal, mit drei Spells dann eine Mauer kaputt kriegen, klar, dann wäre halt dieser Mehrwert da, aber der ist halt leider nicht da. Von daher wird der auch nicht geupgradet. Leider nur ein Stern von Ice-T. Bloß alleine du bist ja jetzt nun mal in Champ 1, da ist halt der Loot dann auch vollkommen in Ordnung. Also der Loot-Bonus. Dann passt das ja auch. Alter, ist das eine Magier-Armee. Krass, und dann 22 und 20er Helden. Übel. Guck mal, der Inferno macht gar nichts. Der macht rein gar nichts. Wo man denkt, oh, wäre der auf Single gewesen, der King wäre schon richtig geröstet gewesen. So hinten gefreest. Und da mangelt es jetzt klar, weil es halt nur Riesen sind und Golem. Klar. Richtig schön Death. Und gehen richtig schön auf die Death. Aber ich glaube doch, das Rathaus fällt, weil er sagt ja, es sind 43%. Spoiler-Alarm. Sorry. Die Queen hat's wieder gerissen. Junge. So ein Feuerball. Junge. Ich finde den so geil. Ich finde den so geil. Ihr habt es ja in einem der letzten Videos schon mal gesehen. Ich stehe da einfach drauf. Ich mag das. So, jetzt gucken wir hier. Oh, mein Auge juckt. Ein juckendes Auge ist nicht so gut. Ah, gehen wir ohne Helden? Ja, wir gehen ohne Helden. Egal. Wir gucken, was es bringt. Ja, gar kein Loot. Also so ein bisschen Loot will ich schon haben, auf jeden Fall. Der würde schon fast gehen. Der hat sogar Low Helden, hat aber die Infernos beide auf Single. Ich guck gerade mal, wo sie. Na, sein Gold ist auch zu weit verteilt. Finde ich. Klar, andere sagen Mimi, Mimi, Mimi. Der ist ganz nett, aber ohne die Helden wird das sehr schwer. Der hat mir. Ja, ich weiß, ich heule zu viel. Aber der hat einfach nicht genug Loot gehabt. Also, ich wäre schon ziemlich geil, wenn 600 von beidem wären. Klar, logisch. Das wäre natürlich endgeil. Und das ist aber auch immer wieder dieses Schwierige. Wie seht ihr das wirklich? Ist das für euch auch so? Also schreibt euch das wieder auf euren imaginären Zettel. Wenn ihr mal so eine krasse Loot-Phase hattet, ist dieses
Ja, wieder runterlooten, richtig krass, weil wenn man halt denkt, die ganze Zeit, ja, okay, es müssen halt 400k von beidem sein, weil es die ganze Zeit so lief, und dann kriegst du das aber gar nicht mehr, weil du nach dem 200. Mal skippen auch nicht 400k von beidem kriegst, ist natürlich schade. Das ist gar nicht so verkehrt, und die Helden sind auch relativ low. Und hier könnte man relativ gut. Boah, ganz ehrlich, da kann ich jetzt nicht so viel dagegen sagen, als dass ich da irgendwo angreifen muss. Und dann hier den. Doch, das mache ich. Jungs, ich gehe da rein, ey. So. Und hier gedroppt. Ob es ein guter Drop war oder nicht, das sehen wir gleich. Und jetzt lass mal richtig die Walküren eskalieren. Und dass die richtig schön reinrennen. Und dann noch ein Rage drauf geballert. Und dann läuft das mal, Junge. Dann wird das mal richtig eskalieren. Oh, wie sie abgehen, wie sie abgehen. Und gleich sind sie kaputt. So. Jetzt gucken wir mal. Ich gehe mal mit denen. Ah, okay, das waren die Riesenschade. Ich habe noch den Jump. Dann jump ich hier lang. Dann sollen die halbwegs. Na, okay, die machen jetzt auch nicht mehr Damage, weil der Magier ist weg. Also so macht man es nicht. Ganz klare Sache. So macht man es definitiv nicht. Zumal hätte ich mir dann wenigstens noch den Loot-Bonus geholt, beziehungsweise den Liga-Bonus geholt, wäre das ja noch in Ordnung gewesen. Jetzt fängt auch noch der Inferno an zu brutzeln. Na, herzlichen Dank. Gute Nacht, da bin ich raus. Schade. Richtig verkackt. Alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Dann schrieb auch noch einer: Oh, wie kannst du dabei so ruhig bleiben? Ich würde ausrasten. Nein, ist halt wirklich nur ein Spiel. Alles cool. Das muss so. Und dann ist das Ganze in Ordnung. Das passt. Gucken wir mal, was Luis hier so abliefert. Ich will nicht spoilern. Ordentlich mit Riesen gespammt, würde ich mal sagen. Alter Verwalter. Ich glaube sogar, ich wäre von oben gekommen. Bei unten. Klar, ist ja jetzt, dass das meiste ist ja nun mal in den Elix-Lagern. Und wie schön die Kobolde hier das Rathaus. Richtig nice. Richtig schön weggeprügelt. Richtig cool. Schön noch das Dunkle mitnehmen, auf jeden Fall. Ich sehe hier nur noch Riesen. Ist das korrekt? Weil nämlich dann wird. Ja, dann. Oh, schade. Oh, da wäre ich aber echt von unten, von oben gekommen. Allein, klar, wegen den Bohrern schon alleine so, logisch. Und man wäre natürlich auch. Besser rangekommen. Okay. Schade. Aber du hast wenigstens das Rathaus mitgenommen. Aber, boah, schade. Schade. Den hätte ich ja. Den hätte ich anders gemacht. Hier kommen nochmal netter Loot und eben auch alles wieder schön draußen. Schön mit den Riesen abgelenkt. Einwandfrei. So muss das sein. Und ich bin jetzt so im Hinterkopf, habe ich jetzt noch. Ich will ja eigentlich noch meine Mauer machen. Da muss ich eigentlich noch schön auf die 3 Millionen Elix kommen. Schön durchbrochen, auf jeden Fall. Schade, das Rathaus wartet nicht mehr. Aber gut, hast die 50% gemacht, passt. So, hier gucken wir mal, was wir drin haben. Gar nichts. Dann machen wir noch mal kurz eine Anfrage. Und dann müsste es langsam schon 152. Achso, ich habe noch die Magier, die Walküren gespendet. So, dann machen wir mal weiter. Also uns fehlen nur noch 4 Truppen. Das ist dann Banane. Oh, geil. Gleich der erste. Wenn ich die beiden kriegen würde.
Wird halt schwieriger. Nee, ich suche mir mal noch einen einfacheren. Aber der hatte schon richtig gut Loot auf jeden Fall. Mit 400.000 Gold. Aber ich probiere mal noch schön weiter. Ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass es halt wirklich grundsätzlich auch um das Elix geht, würde ich mal sagen, ich greife von hier an. Ich droppe den hier. Und lass mal die Valkyren richtig reinrennen. Und rage die auch gleich. Mal gucken, wie viel da reinspringen. Und achso, hier kommt schnell noch hier weggeäxt. King rein, Queen rein. Ein paar Magier noch hinten ran. Ja, kommt, Leute. Habt euch nicht so. Macht doch Spaß, oder? Jetzt hier, wo, ich war gerade am Überlegen, wo haust du jetzt den Rage rein, wo er wirklich am meisten bringt? King ist jetzt auch wieder im Rage drin. Oh, schön halten die sie. Die halten sich ja echt richtig gut dran auf da. Das sieht man gern. Und natürlich da ganz genau, das muss noch weg, definitiv. Da haben wir noch ein paar Riesen am Start. King sollte jetzt langsam. Ah, schade, ein paar Sekunden zu früh. Jo, und da würde ich mal sagen, sehe ich definitiv grün für mein Elix. Passt. Läuft auf jeden Fall. Na komm, Queenie, jetzt mach du noch schön die Kanone kaputt. Weil ein bisschen was defft der King noch. Na, jetzt ist aber auch Ende. Na, noch. Ah, warum schießt du auch aufs Armeelager, Mädel? Immerhin, jo, passt. Na, dann Tesla noch, Bogi-Turmkanone. Na, das schafft sie nicht mehr. Schafft sie auf keinen Fall. Aber immerhin ist ja schon ganz nett. Naja, Tesla ballert ordentlich rein. Die kriegt sie nicht mehr. Nee, nee. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sie die noch bekommen hätte. Aber wir haben die 90% erreicht. Passt, ist okay. Und es war eben nicht mehr dieser komplette Fail wie früher da bei meinem Walkürenangriff, wo es halt total daneben ging. Aber da hatte ich ja auch nur Walküren. Wenn ihr das auch nochmal sehen wollt, dann lasst mir das einfach. Ihr müsst nicht einen Daumen nach oben geben oder sowas, sondern schreibt es einfach kurz in die Kommentare rein. Wenn ihr halt sagt, oh komm, ja, das wäre echt doch nochmal eine richtig nice Nummer. Ob das halt läuft oder ob das nicht läuft. Jetzt hauen wir die hier nochmal rein. Also, ja, wirklich viel gebracht hat mir das Elix technisch gar nicht. Dieses Video, aber wir haben wieder ein paar Angriffe gehabt. Das ist doch ganz nett. Das war es erstmal dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Habt viel Spaß. Ciao, ciao.